Wie hat sich der Kreisverband Oberallgäu jetzt vorbereitet? Also wir haben unterschiedliche Einsatzstäbe. Es gibt einmal den BRK-Einsatzstab in Kempten, da wo es Haupt- und Ehrenamt zusammen ist. Das sind einmal die Geschäftsfelder und dann wir als Einsatzeinheiten. Das ist das eine. Und dann, was wir jetzt hier sehen, das ist dann der Einsatzstab von den Bereitschaften, wo wir dann letztendlich alles sehen können, falls sich was entwickelt und wie sich es entwickelt, dass wir da immer die Übersicht behalten. Zum Beispiel die Stärkemeldung. Wir haben jetzt die Stärkemeldung abgeben müssen. Unsere Helfer müssen jetzt die Stärkemeldung über die Bereitschaftsleiter geben. Wer ist einsatzklar? Das für 12-Stunden-Rhythmus, damit wir immer schon wissen, mit wie vielen Leuten können wir rechnen. Ist jemand da krank? Ist jemand für den Quarantäne, der momentan nicht einsatzklar ist? Und die ganzen Sachen, die tun wir jetzt gerade eben täglich abfragen. Momentan ist es bei uns einfach, ist es ruhig und Gott sei Dank ruhig, aber für den Fall der Fälle wollen wir eben vor der Lage sein. Das heißt also, dass wir wirklich die Übersicht bewahren, wie es ist. Und darum haben wir heute nur zusätzlich zu einem großen Einsatzstab vom BRK, wo alle mit dabei sind, haben wir hier eben noch für die Bereitschaften hier in Immenstadt das jetzt so aufgebaut, damit wir das sehen können. Okay, wann kommt es denn jetzt zum Einsatz? Es gibt ja den Rettungsdienst mit dem Rettungswagen und wann kommen denn die Bereitschaften dann zum Einsatz? Also genau, der Rettungsdienst, der läuft ganz normal. Wir als Bereitschaft sind für die Einsatzdienste zuständig. Das heißt also, wenn es besondere Betreuungslagen sind, wenn man viele Leute jetzt irgendwie betreuen muss oder wenn es angenommen Sanitätslagen sind, dass man dann sagt, da müssen wir vielleicht zusätzlich was einrichten. Und für solche Sachen sind wir da und sind auf Abruf. Wir haben auch nochmal unsere Einsatzfähigkeit der Fahrzeuge. Nochmal vor 2 Wochen schon, da war die erste Meldung vom Stab auf Landesebene. Nochmal überprüft, dass alles passt, dass die Autos vollgetankt sind, sowas einfach alles für den Fall der Fälle bereit wären. Aber wie gesagt, momentan ist es ruhig, aber es wäre halt dann quasi für solche Sachen, hast du mal vorbereitet. Aber was genau, das wird uns an der Auftrag zeigen. Das kann hier im Oberallgäu sein, kann vielleicht auch sogar sein, dass wir irgendwie abberufen würden außerhalb der Grenzen hinaus. Okay, also hier haben wir jetzt die Übersicht unserer Stärkeabfrage. Das heißt, Stärke heißt, wie viele Einsatzkräfte haben wir, wie viele Einsatzmittel haben wir, die einsatzklar sind, die Autos, die Personen. Wir haben es in 2 Schichten, fragen wir ab, einmal von 6 bis 18 Uhr und einmal von 18 bis 6 Uhr. Das müssen uns die Bereitschaftsleiter jetzt täglich melden. Und dann haben wir hier die Übersicht, die Zahlen übernehmen wir dann einfach. Zum Beispiel hier ist es die SEG-Behandlung, die zum Beispiel in Oberstaufen ist. Und dann können wir hier sagen, wie viele Einsatzkräfte als Führungspersonen sind zum Beispiel. Dann nur zusätzlich, wie viele Einsatzkräfte als Helfer sind. Und dann nur zusätzlich wie viel sie gesamt sind. Das sieht man jetzt erstmal, ist es hier die Karte, die wir dann später für den Fall der Fälle als Lagekarte benutzen. Also wir sind das ganze Oberallgäu und die kreisfreie Stadt Kempten. Das geht quasi vom Westen von Oberstaufen geht's bis in den Osten, bis nach Werther, wo wir eine Bereitschaft haben. Vom Süden von Oberstauf bis zur Bereitschaft Altersried-Dietmannsried. Das ist unser Zuständigkeitsbereich in den Bereitschaften. Und wir haben die taktischen Einheiten eben auch dementsprechend aufgeteilt, ein Teil in Kempten für die kreisfreie Stadt Kempten, das andere im Oberallgäu aufgeteilt. Wir haben aber auch Bereitschaften, wo jetzt nicht die taktischen Einheiten dabei sind, aber trotzdem Helfer, wie der Helfer vor Ort, die bei Sanitätsdiensten sind. Und für solche Sachen werden die Stärke genauso abgefragt und dann können wir dann die Leute zusammenfügen, weil alle haben die gleiche Grundausbildung, Betreuung, Senior Sanität. Und dann können wir das für solche Sachen dann diese auch verwenden. Und das ist unsere Schlagkraft, dass wir eigentlich im ganzen Oberallgäu in der Fläche überall vor Ort sind.